Gott. Ja, danke, Ron. Ich hoffe auch, dass das klappt. We were on our way back home, and we totally heard someone. Totally. Like somebody sleeping. So, wieder zum Thema. Wir stehen mit einer Kerze im Wald. In einem Wald, in dem ganz viele andere... Wer hat eigentlich die Kerzen hier verteilt? Wer hat die Kerzen hier verteilt? Waren das unsere tollen Freunde, die uns hier allein gelassen haben? Oh Gott. Hier auf der Brücke kommt doch immer was. Warum erschrecke ich mich denn da noch? Oh, nehmen wir mal. Warum nicht? So. Ich muss aber auch gestehen, ich bin echt fertig mit der Welt. Ich bin echt fertig. Wechseln wir schon? Ja, wir wechseln schon mal. Da vorne haben wir die Hütte. Da haben wir theoretisch auch schon wieder eine neue. Ja, da widerstehe ich aber noch. Ich überlege gerade, zu welcher wir als nächstes gehen. Ich gehe mal hier so querfeldein ein Stück. Ah, da ist die nächste. Die scheint auch gar nicht so weit weg zu sein, glaube ich. Da, nee, wir kommen näher. Wir kommen näher. Ja, hier ist sie. Nehmen. Das ist immer so ein bisschen schade. Ja, gleich ist er da. Ding, ding, ding. So, das ist immer ein bisschen schade, bei solchen Spielen kann ich immer den Chat nicht verfolgen und ich bin immer sehr neugierig. Ich kann immer nur so kurze Blicke drauf werfen, aber dann hat man es zusammenhanglos und versteht es meist nicht. Ja, da ist die nächste Kerze. Da gehen wir hin. Es windet. Kommen wir durch? Ja. Ja, locker. So dick sind wir ja nun nicht. Es würde mich ja freuen, wenn wir jetzt die 2 Uhr Nacht hier noch schaffen. Nein, nicht schon wieder das. Hattest doch eben noch... Toll, das Blinken ist scheißegal. In die Richtung kann ich gerade eh nicht. Oh, und er ist auch schon wieder da. Nun schmeiß diese Kerze weg! Alter Scholli. Ach, da. Ah! Aber wir haben ja gelernt, da können wir wieder rein. Oh Gott. Meine Fresse. Benny. Das war bestimmt Benny. Oh, Mann. You're in trouble. Nein, bin ich nicht. Weil ich muss ja... Weil ich muss ja sagen, jetzt, wo ich mich hier die ganze Zeit so erschrecke, tut es mir
Huch, noch mehr leid, dass ich dich neulich versehentlich im TSO erschreckt habe. Und das war ja noch nicht mal beabsichtigt. Ach, da hinten war das Blinken. Ah, jetzt sind wir gleich wieder am Haus, okay. Jetzt ist mir die Sicht so verschwommen. Aber noch haben wir von der Kerze eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt nochmal kurz in diese Richtung gucken. Weil hier gibt es eigentlich nichts zu sehen. Nee. Kein Blinken. Ja, ich weiß nicht, wohin. Die waren doch jetzt mehr als einer, oder? Oh. Mann. Oh Gott. Es ist auch manchmal schwierig. Also wenn man so umkreist ist von denen, dann ist es auch echt... Tja. Man ist so ein bisschen überfordert, wo man gerade hin soll, weil sie stehen auf einmal überall. Und das habe ich ja in einem Versuch vorhin schon mal gehabt, dass da plötzlich statt einer, der immer nur ganz schnell so sein Platz wechselt, dass da mehrere waren und man plötzlich vollkommen umkreist war und ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich noch hin soll. Das ist gemein. Ich trinke noch einen Schluck. So. Einfach so machen wir jetzt noch. Hui. We were on our way back home and we totally heard someone. Totally. Like somebody sleep. Ja. So, Kerze. Vor dem nächsten Stream werde ich auch mal gucken, wie lange so eine Nacht braucht. Also nicht so eine Nacht, sondern so eine Stunde dauert. Dann kann ich mich da mal ein bisschen drauf einstellen. Weil auch wenn er es jetzt schreibt, dann... Danke, Well. Ich hoffe auch, dass das jetzt klappt. So, der letzte Versuch am Arm wäre doch schön, wenn es denn... hinhaut. So. Das würde mich freuen. So, ich habe, ach, ich wollte gerade sagen, da hinten hat es doch eben geblinkt. Und ja, hat es auch. Da will ich hin. Da stellt sich mir auch nichts in den Weg. Nicht wie ständig in dem Bus. Ja, dass sich das da auflöst, das hatten wir ja schon, das kennen wir ja. So, das ist ja jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie groß noch erschrecken müsste. Nee. Auf mir ins Ohr zu atmen. Das ist ja ekelhaft. So, gehen wir mal. Na, das war ja knapp. Wir standen dem ja schon auf den Füßen. Was hat der für ein ekelhaftes Lachen gehabt? Da, jetzt war er alleine. Einfach immer wegdrehen und alles ist gut. Okay. Ich habe doch gerade weggestellt. Der hat doch mal gerade zweimal getrampelt. Nee. Also das lasse ich hier jetzt nicht auf mir sitzen. So. Der Versuch eben zählt nicht. We were on our way back home. So.
frage mich jetzt gerade, warum ich das mache. Warum mache ich jetzt noch einen Versuch? Aber der war eben doof. Der hat nur zweimal getrampelt und das zählt nicht. Wisst ihr, was das richtig Geile ist? Ich muss gleich noch schön im Dunkeln mit meinem Hund raus. Wisst ihr, wo ich mit ihm gehe? Richtig. In einem Wald. Oder in einem Waldstück eher gesagt. Aber trotzdem, das macht es gerade nicht besser. Das ist gerade alles andere als lustig. Ja. Gott, jetzt konnte ich eben nicht mehr laufen. Oder es hing vielleicht kurz, aber das war jetzt eben schon wieder so ein Panikmoment. So, Hui. So, komm schon, es klappt jetzt. Oh Gott, und das war schon wieder ich mit meinem Fuß am Busch. Diesmal steht da keine Kerze drin. Sehr gemein. Das ist doch immer unser Licht am Horizont. Gut, jetzt haben wir halt da hinten ein Licht am Horizont. Welches ich nicht mehr sehe. Da gab es eben auch noch ein linkes. Das sah irgendwie näher aus, fand ich. Achso, hier sind wir bei der Brücke. Und bam, da ist er. Und da ist er weg. Kerze. So. Kerze. Na? Oha, diesmal nicht. Wir haben doch sonst immer einen auf der Brücke gehabt. Von dem Starren, also obwohl ich ja viel blinzel gerade, aber ich blinzel immer nur so ganz schnell und von dem Starren bekomme ich langsam echt trockene Augen. Kerze. Schreiendes Baby im Brunnen. Da, Louise! Also für die, die Bob's Burgers nicht kennen, die müssen sich zumindest mal bei Google irgendwie Bilder angucken von Louise. Die hat immer so eine pinke Mütze auf mit Hasenohren, mit stehenden. Und... Sag mal, portet die mich? Ich hab doch immer was anderes vor der Nase, wenn ich das hatte, oder nicht? Meine Kerze ist gleich aus. Steht hier eine? Ja, sehr schön. Genau richtig. Nun komm schon. Ja. Ich möchte mich da gerade überhaupt nicht weiter zu äußern. Überhaupt nicht. Gar nicht. Naja, gut. Es hätte klappen können, ich hätte mich nur nicht so auf die Kerze stürzen dürfen, aber ansonsten wären wir gleich im Dunkeln gewesen, also ich glaube, so oder so hätte das dann nicht mehr geklappt. Aber... Naja gut, vielleicht schaffen wir das ja im nächsten Stream. Dass wir mal endlich an dieser 2-Uhr-Nacht vorbeikommen. Willst du darüber reden?
Nein, Run, dazu bin ich noch nicht bereit. Ich schaffe es einfach noch nicht, darüber zu reden. Ja. Also wir haben jetzt etwas über 1,5 Stunden. Das ist ja für meine Verhältnisse sehr kurz, oder? Das ist sehr, sehr kurz. Na gut, dafür gibt es einen zweiten. Habe ich ja versprochen, es wird einen zweiten geben. Aber ich muss auch morgen fit sein. Und da ich jetzt auch noch mit dem Hund gehen muss und dann ja auch noch mal kurz was essen muss und ne, bis ich dann schlafe, das dauert auch immer so ein bisschen. Ich denke mal, ihr verzeiht mir das, dass ich dann heute einen kürzeren Stream mache. Nee, wann der kommt, weiß ich noch nicht, Ela. Da kommt aber dann auf jeden Fall auch noch mal wieder Woche, 5 Tage vorher kommt wieder eine Ankündigung. Wie immer. Vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal, das aufs Wochenende zu legen. Das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen praktischer, wenn es dann irgendwie auf dem Samstag ist. Freitag ist ja ein bisschen schlechter, wenn es auf dem Samstag ist oder vielleicht sonst auch mal auf dem Sonntag. Aber ja, ein Hoch auf die Katzen, die müssen nicht raus. Aber Chihuahuas auch nicht. Chihuahuas können auch aufs Katzenklo gehen. Also so im Fall des Falles. Ja. Ja, Valcry, mindestens 5 Tage noch warten, ja. Also ich versuche das zum übernächsten Wochenende mal zu schaffen. Also es ist denn Mitte Februar. Da schaffe ich das, da versuche ich das zu schaffen, dass ich das irgendwie am Wochenende mal einbaue. Ich hoffe, das reicht. Und 5 Tage vorher mindestens kommt dann wieder die Ankündigung, wie gehabt. Gut, abgesehen davon, was ich noch alles tun muss, ich bin so K.O., ich werde auch auf jeden Fall nochmal duschen müssen. Das Spiel macht mich echt fertig. Also zugucken ist ja immer noch was anderes, aber oh Gott, ich bin total K.O. Also mich hat das Spiel jetzt schon echt geschafft. Muss ich zugeben. Ich bin ja auch echt ein Angsthase, das kommt ja auch noch dazu. Aber naja. Gut. Der nächste Stream kommt und bevor ich mich jetzt versabbel, ich bin da auch gleich noch einen Augenblick im Chat, aber bevor ich mich jetzt noch um Kopf und Kragen quassel, sag ich hier jetzt erstmal, war schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt euch auch das ein oder andere Mal erschreckt und nicht, dass ich allein war, das wäre mir doch sehr peinlich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Stream. Die Ankündigung kommt. Ich versuche es schnell hinzubekommen und dann sehen wir uns. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und tschüss.